Bitte aufmachen. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um den fertigen Van. Heute gibt es eine Roomtour und wir können endlich zusammen schauen, wie es geworden ist. Also, kommt mal rein. Ja, das ist jetzt unser neues Zuhause. Ja, wie es aussieht, sieht ihr ja. Wir sind sehr zufrieden. Wir finden es echt super, super schön. Und jetzt zeige ich euch mal, was wir alles so gemacht haben. Also, das hier sind sozusagen unsere Schränke für Stauraum. Also hier haben wir Badesachen, also beziehungsweise Handtücher und Geschirrtücher. Dann haben wir hier noch Küchenutensilien, noch ein paar Schüsseln, Besteck, eine Kaffeewaage natürlich nicht zu vergessen. Dann, was haben wir noch hier? Ja, auch noch Teller und noch Küchenutensilien. Die Schränke haben wir hier mit so kleinen Magneten festgemacht, was eine richtig bescheidene Arbeit war. Und ja, hoffen wir mal, das hält. Hier haben wir noch unsere Küchensachen. Wir haben uns für ganz viele Gewürzregale von IKEA entschieden. Die fanden wir irgendwie ganz cool und ja, sind irgendwie ganz zufrieden und da passen echt super viele Sachen rein. Dann haben wir hier auf die Schränke noch solche Kisten angeschraubt und die sind jetzt fest und da kann man quasi auch noch Sachen reinpacken. Hier haben wir noch ein paar Klamotten drin. Sieht halt so aus, als hätten wir jetzt nicht so viel Stauraum, stimmt auch. Wir wollten halt schon auch ein bisschen minimalistischer weiterhin unterwegs sein. Haben noch ein paar Sachen in den Keller rein, sowas wie Winterjacken oder Pullis, die wir jetzt im Sommer wahrscheinlich eher nicht brauchen, außer vielleicht mal abends, da kann man auch mal nach hinten gehen und sich halt dann auch was rausholen. Da haben wir eine schöne Kiste, das zeigen wir dann später. Genau, dann machen wir mal weiter mit unserem Bett. Das ist unser Tisch. Da haben wir so einen Drehfuß, also man kann ihn aufdrehen und dann dreht man den Tisch. Und mit dem haben wir das ein bisschen fester gemacht, mit dem Standbein, den kann man rausholen, muss man rausziehen, weil es war so ein bisschen wackelig und dann haben wir gedacht, okay, stecken wir das lieber rein, ist das ein bisschen fester. Genau, und den kann man dann halt so drehen, wenn man dann hier so, so schraubt. Magst du kurz, mal kurz unten zeigen, wie das aussieht? Ich kann das irgendwie gerade nicht. Wie geht das? Du musst drücken und drehen. Ah, genau. Und dann mache ich es locker, ne? Genau, und jetzt kannst du den Tisch quasi bewegen. Und dann kann ich das so drehen. Hatte David gebaut. Ich habe das noch nicht so ausprobiert. Genau, und dann wieder drücken und dann in die andere Richtung drehen. Mhm. Und dann ist wieder fest. Ja, cool. Genau. Das Bett wird quasi, also wir machen dann den Fuß raus. Und dann wird einfach diese Platte hier draufgesetzt. Und dann wird, da sind zwei Matratzen. Die eine wird dann quasi vorgeschoben und dann ist ein großes Bett. Ja, das wird auch super schnell und easy, oder? Und ja, jetzt haben wir hier so ein riesiges, gemütliches Bett. Die Matratzen haben wir gekauft. Bestellt von, wie ist das? Balzer24. Balzer24, da kann man sich die genau zuschneiden lassen. Haben ungefähr 220 Euro bezahlt für beide. Und ja, dann bauen wir das jetzt Ganze mal wieder zusammen. Wie groß sind die eigentlich? Achso, das ist 1,72 mal 2 Meter. Aha. Ja, das sind dann noch unsere Sitzbänke. Da haben wir, siehst du das von da? Mhm. Oder willst du ein bisschen näher kommen? Quasi nimmt man dann das raus. Oh, ups, so nicht, am besten gerade. Und da haben wir noch ein bisschen Stauraum.
Und dann setzen wir das einfach wieder drauf. So, ganz einfach. Dann ist der Klopf. Und dann kommen wir Kissen. Dann haben wir dort noch so zwei kleine Schränkchen gebaut. Das war auch total die Arbeit wegen diesen ganzen Rundungen. Und da haben wir hier so Schienen reingemacht. Dass sie federscharnieren. Federscharnieren, genau. Dass es dann halt auch aufbleibt. Und da kann man auch noch irgendwas reinpacken. Und ja, wir lassen das jetzt auch so. Wir machen jetzt auch keine andere Befestigung, weil ich glaube, wir werden da nichts Schweres reinmachen, außer ein paar Klamotten. Ich denke, das hält. Und wenn nicht, dann überlegen wir uns halt was anderes. Bis jetzt hält es noch. Genau, ja, der David erklärt euch jetzt den Rest. Es geht noch um die Küche, um unseren Keller, um Fenster und um die Toilette. Jo, dann fangen wir doch mal, dann fangen wir mal mit dem Wichtigsten an, und zwar unserer Toilette. Das haben wir übrigens ganz alleine und selbst gebaut. Das ist eine Trockentrenntoilette. Das heißt, wir benutzen kein Wasser und keine Chemie. Hier oben haben wir ein schönes Lichtlein, was wir einfach per Touch anmachen können. Und dann haben wir hier unseren Thron. Wie ihr hier unten sehen könnt, haben wir hier einen Kanister und einen Behälter mit einer Tüte. Ich denke, die Aufteilung ist ganz klar. Wir haben hier einen Trennaufsatz, der dann halt auch genau da drauf passt. Und von oben sieht das Ganze dann so aus. Und ja, das funktioniert einfach, indem wir flüssig und fest trennen. Das Flüssige können wir dann auf Wiesen oder eben halt auch in Kanäle, in Gullideckeln eben entleeren oder halt auch auf Campingplätzen. Und das Feste kannst du dann einfach in Biotonnen schmeißen. Nee, kannst du nicht? Nein, Restmüll. Oh. Ah, in Restmüll, Leute, nicht in Bio. Das Feste kommt dann nämlich in Restmüll. Und wir machen dann einfach Sägespäne oder Hamsterstreu oben drüber. Ja, und dann sollte das doch eigentlich klappen. Dann machen wir weiter mit der Küche. Wir haben hier ein richtiges Küchenwaschbecken hier verbaut aus Granit, was auch sehr hart ist. Keramik? Auf jeden Fall ist das sehr massiv. Es ist ein Waschbecken, was eigentlich für eine Haushaltsküche gedacht ist. Auch auch der Wasserhahn hier ist für Haushalte gedacht, normale. Wir wollten aber hier ein richtiges Waschbecken haben, deswegen haben wir uns dafür entschieden. Das wiegt 10 Kilo, ist aber auf jeden Fall sein Gewicht wert. Wir haben hier unten zwei Tanks verbaut. Ah, unser Handtuch ist runtergefallen. Einmal ein Frischwassertank mit 31 Liter und da hinten auch der Abwassertank. Wir haben hier zwei kleine Mülltonnen, eigentlich Müllbehälter. Die haben uns bei IKEA gekauft. Und zwar haben wir einfach eine kleine Form gewählt, weil wir wollen nicht viel Müll machen. Und so wird man auch jedes Mal daran erinnert, dass wir einfach nicht viel Müll produzieren wollen. Die hängen dann einfach hier drinnen. Und eigentlich hängt hier auch noch das Handtuch. Das hat es aber irgendwie gerade runtergehauen. Das ganze System mit den Wasserkanistern, das können wir hier dann so rausziehen. Und dann kommen wir auch leicht an die Wasserkanister ran. Können die quasi entleeren bzw. voll machen. Schieben wir die Schublade wieder rein. Machen unsere Blende vorne dran, die das Ganze dann auch natürlich hält im Falle einer Kurve. Und dann ist das fest. So, auf der anderen Seite haben wir hier unseren Kühlschrank bzw. unsere Kühlbox. Wir haben uns für eine Kühlbox entschieden von Mobicool, 38 Liter und da passt eine ganze Menge rein. Wir haben da jetzt ein bisschen Wein und Bier drin, weil wir morgen nämlich auf die Fusion fahren. Das ist unser erster Ausflug, unser richtiger Ausflug mit dem Camper. Und die kühlt auch richtig gut. Wir haben da jetzt Bier drin, das ist eine Stunde drin und es ist schon schön kalt und verbraucht auch nicht viel Strom, läuft auf 12 Volt. Wir haben hier unten noch viel Stauraum für Töpfe, einen Mixer, wir haben hier auch einen Gaskocher. Das heißt, wir kochen nicht mit fest installiertem Gas, diese 10 Liter Gasbehälter, sondern wir kaufen immer diese Gaskartuschen. Das ist jetzt mal eine Zwischenlösung und das ist eigentlich ganz gut. Und wenn wir dann zum Beispiel hier kochen sollten, haben wir hier die Möglichkeit, eine kleine Verlängerung zu bauen. Und
dann quasi hier zu kochen und hier zu schnippeln. So, und dann kommt mal mit, dann zeige ich euch noch schnell unseren Keller. Aber bevor es dahin geht, wir haben hier auch noch ein Dachfenster verbaut. Und auch noch zwei Solarpaneels. So wird nämlich die Batterie geladen. Wir haben hier hinten noch eine ganze Menge Stauraum. Wir haben hier ein Lattenrost verbaut, das aber nicht fest verschraubt ist, sondern nur festgehalten wird. Das können wir ganz leicht rausnehmen und dann kommen wir in den ganzen Stauraum ran, wenn wir da irgendwas machen müssten. Ansonsten haben wir alles in Boxen gepackt. Das heißt, da sind Klamotten drin, die wir jetzt nicht täglich brauchen, Wanderschuhe. Wir haben hier hinten noch einen kleinen Vorratsbehälter. Wir haben da hinten Yogamatten, Stativ, unsere Werkzeugkiste für Elektrik oder für sonstige Sachen, die wir dann eben im Campervan tun müssen. Und ja, ansonsten ja, ist da hinten auch unsere Batterie verbaut. Die habt ihr schon in unserem Elektrik-Video gesehen. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, dann klickt einfach mal nach oben und schaut euch das Ganze an. Wir haben drin im Campervan auch Strom bei den Lichtern. Und wir haben Strom für 230 Volt, das heißt für Laptops, Mixer. Wir haben Strom für die Wasserpumpe und für den Kühlschrank. Das haben wir alles installiert. Und hier an der Seite haben wir diese kleinen netten LED. Die laufen mit wiederaufladbaren Batterien. Und das Coole daran ist, die kann man einfach überall mit Magnet befestigen. Ja, wir hoffen, euch hat unser Video gefallen. Unsere kleine Roomtour durch unsere 7,5 Quadratmeter. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, was wir vergessen haben zu erwähnen oder was euch noch interessiert, wie wir sonst irgendwas gemacht haben, dann fragt doch bitte gerne, schreibt uns Kommentare und wir antworten auch sehr gern zurück. Genau. Wir beantworten sehr gerne eure Fragen. Genau, uns würde auch mal interessieren, was euch hier daran gut gefallen hat oder was ihr vielleicht anders machen würdet. Vielleicht habt ihr selbst schon einen Camper-Ausbau gemacht und dann schreibt uns doch einfach unter das Video, was ihr gemacht habt. Und ja, dann schauen wir uns auch ganz gerne mal eure Videos an. Wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg. Wir müssen noch ein bisschen was vorbereiten. Morgen geht es nämlich auf die Fusion nach Berlin. Und ja, in diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Abend oder was auch immer ihr gerade macht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Beautiful stars, I wanna drive a faster car.